Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung. Es soll uns heute um das Thema Notfälle beim Kleinkind gehen. Wie reagiere ich richtig? Mein Name ist Judith Huster, ich bin Oberärztin hier im Auer Klinikum und bin in der Anästhesie und Intensivtherapie beschäftigt. Wenn es um dieses Thema geht, bin ich aber vorrangig auch Mama. Habe inzwischen zwei schon etwas größere Kinder zu Hause, nicht mehr ganz so mini, aber ich kann Ihnen sagen, meine haben auch relativ viel ausprobiert, was man nicht ausprobieren sollte und hatten auch ein Händchen für akute Kindererkrankungen mitten in der Nacht. Also, wenn ich das heute erzähle, kann ich da auch meine Erfahrungen mit einfließen lassen. Wir haben heute ungefähr eine gute Stunde Zeit. Das heißt, es wird nicht Zeit sein, jetzt jeden einzelnen Fall vorzustellen und auch jede einzelne Erkrankung zu besprechen. Deswegen haben Sie die Möglichkeit, im Live-Chat auch Fragen zu stellen und wir können hinterher auch noch auf einige eingehen. Ich würde heute ganz kurz was Allgemeines sagen, dann etwas zu Verbrennungen. Dann dem häufigsten, was man so mit hat, Fieber oder Fieberkrämpfen, Pseudogrupp-Vergiftungen, das Einatmen von Fremdkörpern und dann auch den allerschlimmsten Fall, wenn es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt. Fangen wir gleich an, weil wir wollen doch einiges schaffen. Erstmal so ein paar allgemeine Sachen. Das Allerwichtigste bei Kindernotfällen, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich als Notärztin draußen unterwegs bin, man muss versuchen, wirklich ruhig zu bleiben, weil dann strahlt man das auch auf das Kind aus und das Kind beruhigt sich automatisch ein bisschen und auch die anderen haben es dann vielleicht ein bisschen einfacher, das Kind zu versorgen. Es ist wichtig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich passiert, was ist hier gerade vorgefallen, was kann ich machen, muss ich mir Hilfe holen. Das ist immer ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass man die Eigensicherheit beachtet. Kinder machen ja doch durchaus manchmal Blödsinn und es spielen Feuer, Strom oder Verkehrsunfälle mit auslaufenden Betriebsmitteln eine Rolle, sodass man da auch an sich selber denken muss, denn es hilft keinem, wenn man dann selber auch davon noch mit betroffen ist. So ein kleiner Tipp zum ganz anderen Thema: Sollte ein Sturz passiert sein, der zum Beispiel auch aus größerer Höhe erfolgt ist, der Apfelbaum, jetzt gerade im Herbst, wenn die Äpfel reif sind, lassen Sie das Kind liegen. Man weiß nie, Kinder sind relativ fit auch nach solchen Sachen oft, ob das Kind sich Wirbelsäulenverletzungen zugezogen hat. Gilt auch für Erwachsene. Der Opa, der vielleicht beim Abnehmen der Äpfel dann von der Leiter gefallen ist, für den würde das prinzipiell auch gelten. Liegen lassen, bis der Rettungsdienst gegebenenfalls eintrifft. Wenn man Hilfe benötigt, stehen hier nochmal die Nummern, die man anrufen kann, wenn man Notruf bräuchte oder einen Arzt informieren möchte. Ich denke, das ist heutzutage allen bekannt, die 112 und die 110 für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Wichtig ist aber auch die 116, 117, das ist der KV-Dienst, die für die etwas, sagen wir mal, kleineren Notfälle zuständig sind, wie zum Beispiel auch das Fieber, was am Wochenende auftritt oder wenn das Kind Übelkeit, Erbrechen hat. Da kann man auch durchaus mal die 116, 117 anrufen und die helfen einem weiter, wenn zum Beispiel keine Kinderklinik in der Nähe ist. Okay, gleich zum nächsten Thema. Das wäre Verbrennungen. Hat, denke ich, jeder schon mal von uns erlebt oder auch an sich selber. Ich habe zurzeit ein Händchen dafür, dass mich der Backofen irgendwie anspricht und ich ständig irgendwie an den heißen Backofen komme. Ja, weil meine Kinder mögen Kerzen, was das Thema angeht. Bei den Verbrennungen und Verbrühungen unterscheidet sich es ein bisschen nach den Altersgruppen. Was am häufigsten ist, die Kleinkinder, die haben mehr so häusliche Unfälle mit heißen Flüssigkeiten, ziehen zum Beispiel einen Topf vom Herd, versuchen sich selber einen Tee zu kochen, kommen zu nah an den Wasserkocher. Das sind so die typischen Sachen. Oder sie stehen einfach in der Nähe, wenn Erwachsenen was passiert, wenn es zu Verpuffungen am Grill kommt. Das ist so die typische gefährliche Kleinkindhöhe, dass die dann davon betroffen sein können. Ab dem Alter der Schulkinder und auch der Jugendlichen, die machen das dann meistens schon eher mit Absicht, den Blödsinn, nicht aus Versehen mal. Die finden Feuerwerkskörper sehr interessant. Die zündeln auch mal, ne? Die entdecken die Feuerzeuge für sich. Und die richtig großen Jugendlichen, die machen auch mal Mutproben, die dann aber meistens nach hinten losgehen. Die spielen unter zum Beispiel Starkstromleitungen oder machen eben Mutproben und klettern hoch. Das ist eher nicht zu empfehlen. Wichtig ist der Wechselstromkontakt zu Hause, hinterlässt meistens keine Verbrennungen oder Hautverletzungen in dem Sinne. Der kann aber zu Herzrhythmusstörungen führen. Das heißt, damit müsste man sich dann auch dem Arzt vorstellen. So, genau. Sollte es zu Hause brennen, kommt es glücklicherweise auch nicht immer zu Brandverletzungen.
Dann steht aber im Vordergrund, dass die Kinder oder auch wir Erwachsenen dann diese Gase einatmen, die beim Brand entstehen. Das heißt, nach einem Hausbrand sollte man sich immer an der Rettungsstelle vorstellen. Normalerweise wird auch, wenn irgendwo eine Brandmeldung kommt, mit der Feuerwehr der Rettungsdienst informiert und kommt automatisch mit vorbei und nimmt dann auch die betroffenen Personen mit ins Krankenhaus zur Vorstellung, wo die durchgecheckt werden. So, was mache ich jetzt zu Hause, wenn es zu einer Verbrennung gekommen ist? Wichtig ist erstmal, dass man das Opfer aus der Gefahrenzone bringt, das Kind vom heißen Herd wegnimmt, den Wasserkocher wieder beiseite stellt, dass nicht noch mehr Schäden entstehen. Dabei aber auch dran denken, der Eigenschutz, nicht unbedingt selber das heiße Wasser abbekommen oder ins Feuer greifen. Sollte es brennen, kann man versuchen, die oder auf der Haut noch zu brennen oder zu einem Brand kommen, noch Flammen da sein, die abzulöschen mit einer Decke zum Beispiel. Feuerlöscher würde ich nicht unbedingt aufs Kind richten. Ja, wichtig ist der Atmung. Also man muss gucken, ob die Kinder, wenn es doch eine größere Verbrennung ist, ob die richtig atmen können. Ansonsten, wie wird Kleidung entfernt von den Stellen, die betroffen ist, solange sie nicht festgebrannt ist. Nicht versuchen, dort das runterzuziehen, wenn es schon angebrannt ist. Das tut den Kindern sehr weh und oder auch den Erwachsenen, wenn man es bei denen machen würde. Das sollte man dann im Krankenhaus erledigen, auch unter einer entsprechenden Schmerzmedikation, dass die Kinder dann eben nicht so leiden. Wunden, die sich in Fingern, an den Armen, an Füßen, Beinen und befinden und nicht extrem groß sind, die kann man kühlen. Wichtig ist, dass man es eben nicht so macht, wie man landläufig denkt, kalte Wasser aufdrehen und drunter halten, so kalt wie es geht. Das ist bei Kindern eher ungünstig, weil das kann, also Wunden bedeuten immer auch Auskühlung. Kinder regeln ihren Kreislauf ganz anders als Erwachsene das tun. Und durch das kalte Wasser wird es zur zusätzlichen Auskühlung kommen bei den Kindern. Also wenn man kühlt, nur mit kühler Flüssigkeit, ungefähr 20 Grad warm. Und man kann dafür aber Leitungswasser nehmen. Es muss kein besonderes Wasser sein. Leitungswasser gehört zu den am besten gecheckten Flüssigkeiten in Deutschland. Die Wasserwerke prüfen jeden Tag die Qualität. Das kann man durchaus verwenden, um Wunden zu spülen. Und auch nur einige Minuten. Jetzt nicht so lange kühlen, bis dann der Teil des Körpers schon taub ist. Ja, wichtig ist eben auch wegen der Gefahr der Auskühlung kein Eis drauflegen. Man ist das selber dazu immer geneigt. Ja, auch bei meinen Kindern bin ich da dazu geneigt, auch wenn es nicht vernünftig ist, das dann trotzdem zu tun. Bei Eispacks helfen ja gegen alles. Die Mamis, die wissen, von was ich jetzt rede. Ja, wichtig ist, wie gesagt, eben schon gesagt, diese Auskühlung vermeiden. Mit Folie bedecken oder auch einer leichten Decke. Sehr zu empfehlen sind da die Rettungsdecken aus den Sanikästen. Wir müssen ja alle nach einer gewissen Zeit unsere Sanikästen aus den Autos immer entsorgen. Da lohnt es sich durchaus mal, so eine Rettungsdecke aufzuheben. Die wird ja deswegen nicht schlecht. Die kann man im häuslichen Bereich durchaus weiterverwenden. Und wenn man sie als Geschenkpapier verwendet, wenn man sie dann gar nicht mehr benötigt, aber gerade für solche Fälle ist es gar nicht schlecht, wenn man mal eine im Schrank mit liegen hat. Ja, man sollte die Wunden abdecken. Am besten eignen sich dafür die sterilen Kompressen. Auch die findet man, wenn man keine im Haushalt vorrätig hat, in den Autoverbandskästen. Man braucht keinerlei Spezialverbände. Oder was noch schlimmer wäre, man deckt solche Brandwunden nicht mit Salben oder Öl ab. Das kann im Prinzip zu schweren Wundinfektionen führen. Das ist deswegen nicht empfohlen. Wichtig ist auch, dass man Blasen nicht öffnet in dem Moment. Die schützen erstmal den Wundgrund, sodass das zur besseren Heilung führt. Sollten die Blasen geöffnet werden müssen, dann sollten sie, wie auch im nächsten Punkt steht, prinzipiell von einem Arzt oder unter Betreuung geöffnet werden. Jetzt steht hier da mit Kindern prinzipiell zum Arzt, wenn das Kind sich mit dem kleinen Finger verbrannt hat, man da also überhaupt keine Verletzungen sieht, da muss man nicht zwingend zum Arzt gehen. Sollten es größere Stellen sein, dann ist es nicht verkehrt, wenn man sich beim Kinderarzt und im Zweifelsfalle bei richtig dollen Brandverletzungen auch in der Rettungsstelle vorstellt. So, da sind wir mit dem Thema schon durch. Sollten noch Fragen sein, wie schon gesagt, einfach im Live-Chat stellen, können wir dann am Ende noch drauf eingehen. Gehen wir gleich weiter zum nächsten. Das ist das Thema, das linke, was uns aktuell in Corona-Zeiten ja relativ viel beschäftigt, weil es heiß diskutiert ist, das Fieber und im schlimmsten Falle der Fieberkrampf. Aber erstmal zum normalen Fieber. Das ist eines der wichtigsten und häufigsten Symptome, die Kinder aufweisen und bedarf auch oft der Abklärung. Und wir sprechen ab Fieber,
wenn im Prinzip man den Pups gemessen hat. Das finden die Kinder dann, wenn sie größer sind und manchmal auch schon die kleineren, ja nicht mehr so gut. Aber wenn man einen Pups gemessen hat, also rektal soll, heißt Fieber, wenn die Körpertemperatur auf über 38,5 Grad ansteigt. Misst man an anderen Messorten, zum Beispiel Mund, Achselhöhle oder auch im Gehörgang. Es gibt da jetzt diese schönen Ohrthermometer, die funktionieren eigentlich ziemlich gut. Die verwenden wir auch im Krankenhaus eigentlich dafür. Dort liegt es dann 0,3 bis 0,6 Grad niedriger. Ist aber auch schon gut. Also wie gesagt, Gehörgang kann ich auch sehr empfehlen. Wichtig ist, man muss bei Fieber immer ein bisschen darauf achten, ist es jetzt Fieber durch eine Erkältung, durch eine Entzündung im Körper oder ist es eine normale Temperaturerhöhung? Wir Menschen reagieren im Prinzip auf auch bestimmte Reize, also mit einer Körpertemperaturerhöhung. Zum Beispiel, wenn man im Prinzip Sport gemacht hat. Danach Fieber zu messen, ist eher ungünstig, wenn man den Eindruck hat, das Kind ist jetzt plötzlich warm, nachdem es im Garten rumgeflitzt ist. Das Kind mal eine halbe Stunde aufs Sofa setzen, abwarten und dann nochmal messen, ob es immer noch so warm ist. Wenn das Kind sehr viel eiweißreich gegessen hat, also zum Beispiel 5 Biene-Maja-Joghurts gegessen hat, da darf es prinzipiell auch eine erhöhte Körpertemperatur aufweisen, weil es in der Verdauung von Eiweiß auch wärmefrei wird. Deswegen darf das dann auch passieren. Und wichtig ist, wenn die Mädchen dann ein bisschen größer werden, zu Frauen werden, der Eisprung verursacht auch eine Körpertemperaturerhöhung. Das sollte man dann, sagen wir mal, so 10- bis 12-jährige Mädels dann doch auch mal bedenken, dass es so etwas sein könnte. So, was mache ich jetzt, wenn mein Kind Fieber hat? Als erstes ist wichtig, dass Fieber immer prinzipiell auch was Gutes ist, setzt die Abwehrkräfte des Körpers auch in Gang und unterstützt diese dadurch. Das heißt, man würde im Normalfall jetzt nicht immer zwingend anfangen, den Kindern gleich Medikamente zu geben, sondern man kann es auch jetzt, wenn das Kind noch relativ gut drauf ist bei Fieber, erstmal auch so versuchen. Wichtig ist, das Kind muss immer genug trinken. Es darf auch, sollte, wenn es geht, auch kalte Getränke trinken. Es muss nicht unbedingt den heißen Tee trinken. Es kann auch wirklich kalte Getränke trinken. Und wichtig ist, weil das Kind einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf bei dem Fieber hat, dass man sie eigentlich auch trinken lässt, was sie wollen. Also ein Liter Cola ist jetzt zwar trotzdem nicht so gut, aber wenn das Kind sonst gar nichts trinkt, dann lieber auch den Liter Cola geben. Ansonsten sind immer verdünnte Säfte zu empfehlen oder auch kalter Tee, Wasser. Man sollte vermeiden, dass sich die Wärme am Körper noch weiter staut. Also die Haut sollte in der Lage sein, das Fieber abzugeben. Das heißt, man sollte das Kind insgesamt eher dünn anziehen und gerade bei den kleineren wenigstens, also oder mindestens die Hände und Füße warm halten. Aber ansonsten, gerade bei kleinen Babys, mal ein Body nur anziehen, bisschen strampeln lassen. Das funktioniert ganz gut, um Wärme abzugeben. Man kann auch Wadenwickel machen. Ich fand das selber als Kind immer nicht so gut, aber wahrscheinlich haben sie schon geholfen. Wichtig ist, dass es hier auch wie ähnlich bei den Verbrennungen zu vermeiden ist, dass das Kind auskühlt, dass es zu viel Wärme abgibt über diese Wadenwickel. Deswegen nimmt man die von der Temperatur her so, dass sie 1 bis 2 Grad kälter sind als die aktuelle Körpertemperatur. Man kann ein warmes, feuchtes Tuch nehmen oder einen großen Waschlappen und wickelt es um die Unterschenkel der Kinder und macht noch ein trockenes Handtuch ringsrum. Ja, und man kann, also sollte die dann alle 15 Minuten wechseln und wie schon gesagt, nicht zu kalt machen. Ja, und was auch geht, wenn das Kind schläft, man kann auch an die Seite unter die Decken oder auf die Decken zum Beispiel Kühlakkus anlegen. Nicht direkt auf die Haut, die können auch Frierungen verursachen, aber eben so ein bisschen an das Kind oder in die Nähe des Kindes legen, ist auch eine gute Sache. Ansonsten bei Fieber ist es wichtig, dass es auch Erkrankungen gibt, die Fieber auslösen können, zum Beispiel eine eitrige Angina von Bakterien verursacht. Dann sollte man im Prinzip die Grunderkrankung behandeln. Das heißt, gegebenenfalls sind auch bei Fieber Antibiotika notwendig oder andere Sachen. Das würde dann aber der Arzt entscheiden. Und natürlich kann man auch mit Fiebermedikamenten die Körpertemperatur wieder senken. Ich denke, die meisten Medikamente, die hier stehen, die kennt man: Paracetamol, Ibuprofen, Metamizol, Acetylsalicylsäure. Bei Kindern am meisten verwendet wird eigentlich Paracetamol und Ibuprofen. Das ist das, was wir alle kennen, auch als Saftzäpfchen zu Hause haben, wenn man Kinder hat. Metamizol ist auch ein gutes fiebersenkendes Medikament. Ist eins, was verschreibungspflichtig ist, kann man sich nicht selber kaufen in der Apotheke.
würde einem aber bei Bedarf der Kinderarzt dann eben auch verordnen. ASS, was man selber zu Hause hat, zum Beispiel wenn man Migränepatient ist, das kann man den Kindern nicht einfach so geben. Das ist bei Kindern unter 12 nicht erlaubt. Den Größeren darf man es geben, wobei bei den Kindern klassischerweise eben Paracetamol und Ibuprofen eigentlich die Standardmedikamente sind. Wichtig ist, dass eigentlich vor einer Kombination aus Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel gewarnt wird. Ja, also Kinderärzte sagen das ja oft, oder das heißt Kinderärzte sagen, das ist so allgemein so landläufige Meinung, alle 6 Stunden Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel zu geben. Das soll wohl vermehrt Nierennebenwirkungen verursachen. Es wird, denke ich, trotzdem in der Realität oft doch so angewendet, denn man weiß ja selbst, wenn man zu Hause ein hochfieberndes Kind hat, dass man da manchmal doch relativ verzweifelt ist, weil das Fieber gar nicht sinken möchte und der Wechsel da dann manchmal hilft. So, jetzt zum Fieberkrampf. Wenn man das erlebt bei den eigenen Kindern, bei mir hatten es beide, ist das was sehr Furchtbares. Es ist auch jedes Mal furchtbar, auch wenn man schon weiß, dass die Kinder das haben. Ist auch nichts, was man unbedingt braucht. Ich mache jetzt schon mal den nächsten Punkt mit auf. Es trifft zum Glück nur alle, also eher nur 5% aller Kinder. Das ist ein relativ kleiner Anteil, die darunter leiden. Und es ist an sich in der Ursache ungeklärt, warum manche das eben bekommen bei Fieber und andere eben nicht. Es ist oft so, dass es nur im Fieberanstieg auftritt. Das heißt, es kommt oft ohne Vorwarnung zu so einem Fieberkrampf, weil man noch nicht mal wusste, dass das Kind Fieber hat. Und in dem ersten Fieberanstieg im Prinzip das schon passieren kann. Die Häufigkeit ist zwischen dem ersten und dem fünften Lebensjahr am größten. Danach ebbt es dann meistens wieder ab. Der häufigste Auslöser für diese Fieberkrämpfe ist das sogenannte 3-Tage-Fieber. Das ist eine sehr hochfieberhafte Erkrankung. Deswegen kommt es da auch besonders vor. Ansonsten kann es aber bei jeglicher Art an Infektionskrankheit mit Fieber eigentlich auch auftreten. Ja. Die dauern nicht sehr lange, die Fieberkrämpfe, im Durchschnitt so ungefähr 2 bis 3 Minuten. Und es gibt ganz seltene Fälle, wo die mal bis auch länger gehen können, bis zu einer Viertelstunde anhalten können. Dann spricht man aber von komplizierten Fieberkrämpfen. Das ist aber extrem selten, bei den meisten sind es wirklich nur 2 bis 3 Minuten. Jetzt ist gut die Frage, wie erkenne ich denn, dass mein Kind einen Fieberkrampf hatte? Die wenigsten von uns haben schon mal epileptische Anfälle in echt gesehen. Der Fieberkrampf ist aber ein klassischer epileptischer Anfall. Das heißt, das Kind verdreht plötzlich die Augen oder schaut stark geradeaus. Das Kind hält den Atem an. Das atmet auch während des ganzen Krampfanfalles nicht. Und das ist auch meistens so, dass die Lippen blau werden und zum Teil auch schon ein bisschen mehr das Körperblau anlaufen kann. Deswegen sieht das wirklich sehr dramatisch aus, wenn das Kind so plötzlich wegtritt, eben blau anläuft. Das Kind ist nicht ansprechbar, im klassischen Sinne wirklich bewusstlos. Und dann kommt es kurz nachdem das passiert ist, im Prinzip zu rhythmischen Zuckungen von Armen, Beinen und auch dem Gesicht. Das Kind ist also wie starr und bewegt Arme und Beine. Ja, es hört im Normalfall oder es hört eigentlich immer von selbst auf. Wie schon gesagt, nach 2 bis 3 Minuten. Wer das schon mal hatte, bekommt dann auch Medikamente mit nach Hause. Ich erkläre es gleich. Also, was mache ich jetzt, wenn mein Kind sowas zeigt? Also ich bin beim ersten Mal sehr erschrocken, auch wenn ich wusste, was das jetzt ist, was mein Kind da eben macht oder was das gerade hat, bin ich trotzdem sehr erschrocken. Es war ein sehr dramatischer Eindruck, den ich auch nie vergessen werde. Man muss dann aber trotzdem versuchen, mal kurz klare Gedanken zu fassen, auch wenn das sehr schwer ist als Mama und Papa. Man sollte das Kind eventuell auf die Seite drehen. Wichtig ist, dass man das Kind nicht festhält, weil es dann letztendlich zu Verletzungen kommen kann, wenn man versucht, das still zu halten. Die entwickeln sehr viel Kraft unter diesen Krampfanfällen. Man sollte nur ringsrum im Prinzip, was gefährlich ist, wegräumen. Also wenn das in der Nähe der Bettkante liegt, dann vielleicht ein bisschen weiter rüberschieben. Einfach ein bisschen sichern das Kind, dass es sich nicht verletzen kann durch diese Bewegungen. Wichtig ist, in der Zeit darf man dem Kind keine Flüssigkeiten anbieten. Ich denke, das macht man von selber nicht, erst wenn das Kind wieder richtig wach ist. Und wer dann schon, also bei wem das, also bei den Kindern, die das bekannt ist, da haben die Eltern eben Medikamente zu Hause. Das sind meistens Diazepam-Rektiolen. Das sind wie Salbentuben, die man in den Pups spritzt.
Das ist auch nicht so einfach unter einem Krampfanfall, kriegt man aber meistens ganz gut hin. Die unterbrechen nicht den Krampfanfall, sorgen aber für eine gewisse Beruhigung des Kindes. Meistens ist, bis die Wirkung des Medikaments da ist, der Krampfanfall glücklicherweise schon vorbei, verhindert aber dann auch, dass es gleich nochmal passiert, zum Beispiel. Deswegen durchaus geben. Wichtig ist, dass man, also die Ursache für den Fieberkrampf ist ja das Fieber. Man merkt auch, wenn man das Kind dann angreift, dass es wirklich heiß ist. Das heißt, man muss dann das Fieber natürlich auch senken als Ursache, da das Kind nichts trinken darf in dem Moment, man ihm keine Flüssigkeiten geben darf, bleibt in dem Moment nur das Paracetamol-Zäpfchen übrig. Man hat die, also wie gesagt, meine Kinder haben das beide gehabt. Das heißt, ich hatte, bis die 5, 6 Jahre alt waren, immer noch Paracetamol-Zäpfchen zu Hause, auch wenn die schon längst Tabletten und Saft genommen haben. Aber für den Fall hatte ich sie immer noch da. Saft kann man dann erst geben, wenn das Kind wirklich wieder richtig da ist. Also das dauert aber eine ganze Weile. Generell Patienten mit einem epileptischen Anfall schlafen nach. Das Gehirn braucht eine gewisse Erholungszeit, bis es wieder richtig aufwacht. Das heißt, das dauert schon mal eine halbe Stunde, 20 Minuten, mal auch ein bisschen länger, bis das Kind dann wieder richtig wach ist, so wach ist, dass es was trinken kann. Wichtig ist, wenn der Krampfanfall vorbei ist, das dauert noch ein kleines bisschen, bis auch der Körper wieder richtig funktioniert. Wäre es dann zu überlegen oder eigentlich sehr ratsam, dass man das Kind in eine stabile Seitenlage verbringt. Das ist jetzt bei kleinen Kindern noch sehr schwierig, die klassische stabile Seitenlage herzustellen. Wichtig ist einfach, dass man das Kind auf die Seite dreht, was ein bisschen ranlehnt oder selber das Kind einfach festhält. Das geht ja noch von der Größe her, dass einfach nichts passiert. Man sollte den Arzt konsultieren. Im Zweifelsfall, das habe auch ich getan, wird man den Notarzt rufen, weil das ist das Einzige, was einem einfällt in der Situation, was man tun kann oder was einem als richtig erscheint. Nachdem vor allem mein großes Kind das häufiger hatte, sind wir dann auch in die Kinderklinik einfach gefahren. Das ging dann nur, wo das kleiner war, haben wir das nicht gemacht. Kinder dürfen oder man darf Kinder auch mal zu Hause lassen nach einem Krampfanfall, wenn es nach 20 Minuten wieder schön wach ist, alles gut ist. Man das prinzipiell kennt bei seinem Kind, das ein bekanntes Fieberkrampfkind ist, das eben wie gesagt völlig unauffällig ist, muss man nicht zwingend zum Arzt gehen. Aber ich glaube, im Zweifelsfall wird man es trotzdem tun. Schimpft auch eigentlich kein Kinderarzt mit einem bei sowas. Ja, das klang jetzt sehr furchtbar. Das sind ja, wie gesagt, auch Kindernotfälle, die uns emotional doch immer wieder sehr betreffen. Der Fieberkrampf ist aber an sich glücklicherweise etwas Harmloses. Deswegen noch kurz was zu den Aussichten eines Fieberkrampfes. Es sind nur ein Drittel der Kinder, die das überhaupt wiederholt bekommen. Alle anderen, also mehr als 60% haben das wirklich nur einmal so einen Fieberkrampf. Und es ist auch keine Vorhersage darüber, ob man später mal eine Epilepsie bekommt. Also nur 1 bis 2% der Kinder, die einen Fieberkrampf erlitten haben, bekommen im Erwachsenenleben eine Epilepsie. Und das entspricht aber sogar relativ dem normalen Risiko der Bevölkerung. Gut. So, gleich zum nächsten Thema. Was für Eltern, wenn es das erste Mal auftritt, genauso beeindruckend ist wie so ein Fieberkrampf, ist der Pseudokrupp-Anfall. Pseudokrupp deswegen, es gibt auch noch einen echten Kruppanfall, der wird durch die Diphtherie ausgelöst. Und also ein echter Kruppanfall ist wirklich lebensgefährlich. Der kann zum Tod des Kindes führen, deswegen sollte man auch gegen Diphtherie impfen. Deswegen ist es auch was, was im Prinzip heutzutage kaum noch vorkommt, weil die meisten wirklich auch dagegen geimpft sind. Aber darum geht es uns heute nicht. Heute soll es um den Pseudokrupp gehen. Der ist eine Entzündung im Kehlkopfbereich. Der wird meistens durch Viren ausgelöst. Und im Vorfeld hat das Kind eigentlich nur eine banale Erkältung, wenn es überhaupt schon Symptome hatte für eine Erkältung. Die haben ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Halsschmerzen, die husten vielleicht auch ein kleines bisschen. Und es gibt eigentlich manchmal gar keine Vorwarnung für so einen Pseudokrupp-Anfall. Wenn die Kinder das häufiger haben, dann merkt man das beim eigenen Kind schon, wenn das sich sowas wieder anbahnt, wenn die Erkältung in die Richtung geht, dass es ein Pseudogrupp werden könnte, dann merkt man das. Hier sind Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren am meisten davon betroffen und die meisten davon sogar im zweiten Lebensjahr. Das hat was mit den anatomischen Bedingungen in dem Alter zu tun, da die Enge des Kehlkopfes da noch anders ist als dann später. Klassischerweise war auch bei meinen Kindern so, liegt es oder treten diese Pseudogrupp ab, also Anfälle nachts auf, so zwischen 2 und um 3, wenn alle Eltern eigentlich nur schlafen wollen, dann machen das die Kinder.
Gut, die können nichts dafür, die machen es ja nicht mit Absicht. Das liegt daran, dass die Kinder, also warum das nachts häufiger ist, dass nachts unser Cortisonspiegel abfällt, der ein natürlicher antientzündlicher Botenstoff im Körper ist und man auch flach liegt. Deswegen ist es einfach nachts am häufigsten. Es ist nur ganz selten etwas sehr, also etwas Lebensbedrohliches und ist meistens schon nach wenigen Minuten wieder besser. Wenn man dann eine bestimmte Maßnahmen ergreift, die dann gleich kommen. Jetzt fragt man sich bestimmt, wie sieht so ein Pseudogrupp aus oder wie hört sich das an, wenn man das noch nie gehört hat. Wenn man es einmal gehört hat, dann kann man es nie wieder verwechseln, aber beim ersten Mal hat man es eben noch nicht gehört. Die Kinder, die husten wie ein Seehund. Wer das noch nie gehört hat, wie ein Seehund hustet oder wie ein Seehund Geräusche macht, der hustet nicht. Das sind seine normalen Geräusche, die er von sich gibt. Einfach mal bei Google eingeben. Da kann man das bestimmt hören. Das ist so ein ganz trockener, bellender Husten. Manchmal sind die so heiser, dass das im Prinzip gar keinen Ton mehr von sich gibt. Und wenn die einatmen, pfeifen die so. Das ist so was ganz Typisches. Die Kinder, die empfinden dabei Atemnot oder die haben richtige Erstickungsangst, das heißt, die haben Panik, die sind unruhig, die setzen sich im Bett hin, die haben auch oft Fieber und manche entwickeln auch, wenn sie wirklich große Panik haben und das schon sehr eng ist, auch einen gewissen Sauerstoffmangel dadurch. Das erkennt man dann bei den Kindern, dass das Munddreieck, also so um den Mund herum, relativ blass wird. Ich habe jetzt hier ein Video, ich weiß nicht, ob man es ist nicht so ganz klassisch, das Geräusch vom Pseudogrupp, aber so ähnlich zumindest. Ich hoffe, es funktioniert. Mal genau drauf hören. Ja, man hat es nicht, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Ist auch kein klassischer Pseudogrupp-Anfall, ist nur so was Ähnliches. Man findet leider da keine so schönen Videos, wo das drauf ist. Das Kind war noch viel zu ruhig auch für eine Pseudogrupp. Also wenn man das hatte, hat das Kind wirklich Panik. Wichtig ist auch hier wieder, das ist wirklich das A und O, weil das Kind hat Angst. Man muss selber, egal wie man sich dabei fühlt und was man denkt und was einem alles durch den Kopf geht, man muss absolute Ruhe ausstrahlen auf das Kind und muss das Kind beruhigen. Dann schnappt man sich das Kind. Es tritt ja meistens in der Virenzeit auf, das heißt Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer ist das was relativ Seltenes. Und geht dann mit dem Kind zu kalter Luft. Kalter, feuchter Luft kann man auch machen. Ich saß mit meinen immer vor der Balkontür, in dicke Decken gewickelt und haben dazu vielleicht auch noch inhaliert. Es geht auch im Bad, wenn man kaltes Wasser aufdreht. Aber das Einfachste ist wirklich ein Fenster aufzumachen oder mal in den Garten zu gehen, auf den Balkon zu gehen. Man kann den Kindern auch kalte Getränke geben, Eis essen lassen, wenn sie dazu in der Lage sind. Und einfach ablenken, auf die einreden, dass alles gut ist, Lieder singen, mit den Kuscheltieren spielen, wenn sie noch kleiner sind. Also einfach versuchen, dort Ruhe auszustrahlen. Und das hilft eigentlich schon fast immer. Falls vorhanden, also wenn man das schon mal hatte, dann hat man auch Medikamente dagegen. Das sind Zäpfchen, die man dann geben kann. Wenn man es noch ein bisschen eher erwischt, gibt es auch einen Saft. Aber hat man beim ersten Fall ja meistens nicht zu Hause. Wenn sie es nach 15 Minuten nicht bessert, normalerweise tut es, sollte man den Notarzt anrufen oder selber zum Arzt gehen, je nachdem, wie weit die Kinderklinik weg ist. Bei uns war das so, dass wir damals noch in Laufweite der Kinderklinik gewohnt haben, also als die Kinder noch so klein waren und das hatten. Spätestens, wenn wir mit denen nachts in Decken eingewickelt also rübergelaufen sind ins Krankenhaus, im Krankenhaus war das weg. Der Nachtspaziergang an der kalten Luft hat immer geholfen, sodass wir immer wieder gesunde Kinder vorgestellt haben in der Kinderklinik nachts um 3. Ja, aber es schimpft keiner. Die haben dann nochmal inhaliert und dann hat man das Kind wieder mit nach Hause bekommen und dann war alles gut. Wichtig ist, sollte man Zeichen dieses blassen Munddreiecks sehen, dann darf man auch zu Hause den Notarzt alarmieren. Der schimpft da auch nicht. Wie gesagt, auch wenn es nachts um 3 ist, schimpft der da nicht, weil die meisten von uns haben ja auch Kinder, wenn wir dort rausfahren und wissen, von was die oder mit was die Eltern da so gerade kämpfen. Okay, zum nächsten Thema. Das sind jetzt die Vergiftungen. Das ist ein sehr weites Thema, deswegen kann ich jetzt auch nicht jede einzelne giftige Substanz vorstellen. Das würde zu weit führen. Ich würde so ein paar allgemeine Sachen gern vorstellen. Am meisten sind Kinder betroffen zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Die finden alles, was bunt ist, was irgendeine interessante Form hat, einfach super und die stecken ja so und so noch alles in den Mund. Deswegen ist es bei denen relativ häufiger und Jungen sind generell wohl experimentierfreudiger als Mädchen und machen das deswegen häufiger. Kann ich zu Hause nicht behaupten, bei uns war es andersrum. Ja?
denke ich, hier im Raum wird noch genickt. Ich denke, das geht auch anderen so. Ja, prinzipiell kommen eigentlich alle Substanzen als Gift in Frage, weil die Dosis immer die entscheidende Größe ist. Manche Sachen, die sehr giftig sind, in geringer Dosis genommen, verursachen nichts, aber eben relativ ungefährliche Sachen in hoher Dosis eingenommen, können dann eben gefährlich werden. Typische Substanzgruppen, wie gesagt, kann eigentlich alles sein. Medikamente, Pflanzen finden Kinder auch sehr toll, wenn sie bunte Blüten haben. Und alles, was im Haushalt in bunte Flaschen abgefüllt ist, finden die auch super. Man muss nicht immer mit Symptomen rechnen, aber es ist alles an Symptomen möglich, was man sich vorstellen kann. Man hat manchmal noch gar nicht gemerkt, dass das Kind irgendwas gegessen haben könnte, und es fällt eher auf, dass das Kind so komisch ist. Oder es hat plötzlich irgendwelche Beschwerden, und erst dann merkt man, dass das Kind vielleicht sich doch mal bedient hat. Ja, meistens passiert zum Glück da nichts und es reicht eine Beratung oder eine Überwachung des Kindes auf. Und wichtig ist, wenn Probleme auftreten, dann treten die meistens innerhalb der ersten 4 Stunden auf. Ja, jetzt haben wir ja gerade, wir sind ja hier im Erzgebirge, bei uns wachsen gerade sehr viele Pilze im Wald. Ich selber ernte nur die Pilze, die im Supermarkt gewachsen sind, weil das bei mir schon sehr schwierig wird mit Pilzkenntnissen. Aber glücklicherweise wachsen ja aktuell sehr viele Steinpilze, sodass die Verwechslungsgefahr gar nicht so groß ist. Ich habe jetzt hier mal 3 Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt im Internet. Die sind, also für mich sehen die eigentlich nahezu gleich aus. Der rechte noch ein bisschen anders, aber der linke und der mittlere, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen ich mitnehmen würde. Sie können ja mal Tipps abgeben, welchen Sie mitnehmen würden. Also wie gesagt, ich würde mich da ganz raushalten. Gar keine ist im Zweifelsfall die richtige Lösung, ja. Essen kann man nur den linken. Bei den anderen beiden wird es schon gefährlicher. Gerade der in der Mitte ist ein sehr, also wirklich ein sehr tödlicher Pilz auch. Der rechte ist bei uns ein häufig geernteter Giftpilz, wo wir auch regelmäßig Vergiftungen haben auf Station. Der wächst bei uns sehr gut, es liegt an unseren Böden. Und wie gesagt, den haben wir doch, jetzt war er noch gar nicht dabei, aber es ist durchaus zu erwarten, dass jetzt mal noch einer mit einer braunen Fliegenpilzvergiftung auftaucht. Letztes Jahr hatten wir welche. Vielleicht noch mal ein paar Pilze, weil das ist gerade wirklich für die Kinder sehr interessant. Auch hier wieder die Frage, welchen würden sie essen? Für mich sehen die alle wie Champignons aus. Ja, wie gesagt, also ich wäre raus bei der ganzen Sache. Man kann nur den rechten essen. Also der andere, das sind dann wirklich die Knollenblätterpilze, und das ist genauso tödlich wie der Pantherpilze auf dem Vorfeld, also auf dem Vorbild. Also wie gesagt, deswegen gibt es bei mir die Pilze aus dem Supermarkt. Die sind unverfänglicher, hoffe ich zumindest. Und sind auch Champignons, wenn Champignons dran steht. Ja. Aber wie gesagt, das ist tückisch. Und gerade Kinder, für die, also wenn wir Erwachsene schon Schwierigkeiten haben, die Pilze auseinanderzuhalten, die Kinder, das sind alles, für die ist das alles das Gleiche. Ja. Nur noch mal so ein paar Bilder von Pflanzen, die wir vielleicht auch zu Hause im Garten oder in der Wohnung haben. Auch das sind alles hochgiftige Pflanzen. Jede einzelne. Ja, der Weihnachtsstern zum Beispiel, der Rhododendron ist giftig, die Eibe ist giftig. Bei der Eibe weiß man das noch, aber diese kleinen roten Beeren findet jedes Kind magisch anziehend. Ja, deswegen durchaus aufpassen. Ein paar Beispiele aus dem Haushalt. Lampenöle, hochgefährlich. Die Medikamente von der Oma, auch nicht unbedingt unschädlicher. Wobei da ist es oft eine Dosisfrage. Wenn man mal eine nimmt, ist es nicht ganz so schlimm. Erwischt man die ganze Tablettenschachtel, wird es schwieriger. Ja, meine Tochter hat zum Beispiel das oben rechts mal getrunken, das Barbix. Das ist ein Inhaliermittel, was auch für Säuglinge zugelassen ist. Man darf es aber nicht trinken. Weil die Gefahr ist, dass man das in die Lunge bekommt. Und dann kann es zum Lungenversagen führen. Meine Tochter hat eine halbe Flasche getrunken. Sie lebt aber noch. Ja. Deswegen bei uns ist das mit Junge und Mädel auch nicht immer so. Das ist schon, also eher bei uns die Tochter. So, was mache ich jetzt, wenn ich denke, mein Kind hat was gegessen? Oder man hat es beobachtet dabei. Wie gesagt, das ist alles an Symptomen möglich. Wichtig ist eigentlich die vorletzte Zeile und davon das letzte. Es gibt eine Giftnotrufzentrale. Da steht auch eine Telefonnummer. Ich zeige dann gleich auch auf der nächsten Folie nochmal eine einfachere Variante, wie man die erreichen kann. Dort darf man anrufen. Und die sagen einem, was man machen soll. Die sind sehr nett. Die fragen, wie alt ist das Kind, wie groß, wie schwer. Was denken Sie, wie viel hat es davon zu sich genommen? Und dann sagen die einem, was man machen soll. Man kann auch prinzipiell einen Notarzt anrufen oder mit dem Kind sich beim Arzt vorstellen. Dort wird einem weitergeholfen. Auch wir Ärzte greifen auf die Informationen der Giftnotrufzentrale dann zurück. Die sind da einfach die Experten, weil die eben auch das ausrechnen. Wichtig ist, wenn das Kind wach ist, sollte man Wasser oder Tee in
kleinen Schlucken oder Mengen, also kleine Mengen trinken. Eigentlich so schnell wie möglich. Man sollte keine Milch nehmen. Milch reagiert mit vielen Substanzen. Wichtig, es gibt aber Ausnahmen zu dieser Regel. Also wenn das Kind irgendwelche Haushaltsreiniger getrunken hat, dann nicht sowas nachtrinken. Wenn das Laugen oder Säuren sind, das ist sehr gefährlich. Also nichts nachtrinken bei Haushaltsmitteln und dann eben lieber den Giftnotruf und den Notarzt anrufen. Wichtig ist, man sollte versuchen, Reste aufzuheben von dem, was das Kind gegessen hat, auch Pilzmahlzeiten, auch ausgebrochene Pilzmahlzeiten. Der Pilzberater ist da sehr kreativ im Rausfinden, was das gewesen ist zum Beispiel. Und wir haben vielleicht auch eine Idee, was es gewesen sein könnte. Nicht so schön sind irgendwelche Tabletten, nur lose Tabletten. Wir sind leider nicht bei CSI. Wir können so schnell nicht rausfinden, was das dann ist. Also dann lieber die ganze Schachtel mitbringen oder irgendwelche Pulver. Das kriegen wir nicht hin. Eben schon angedeutet, ich würde noch erzählen, wie man die leichter erreichen kann. Die habe ich selber zum Beispiel auch auf dem Handy. Es gibt Apps. Da gibt es zum Beispiel einmal diese Vergiftungsunfälle bei Kindern. Wenn man diese App aufmacht, erscheint gleich da unten, man erkennt es auch, dieser grüne Teil, wo Giftnotruf steht. Und wenn man dort drauf drückt, ruft man automatisch die zuständige Giftnotrufzentrale für seinen Bereich an. Das ist eine große Hilfe. Und diese Kinder- und Gift-App, Kiki-App nennt die sich, dort sind zum Beispiel auch aufgeführt, was ist giftig an Pflanzen. Also wenn man zum Beispiel denkt, oh, mein Kind hat jetzt von meiner Wohnzimmerpflanze dieses eine Blatt gegessen, dann kann man dort gucken, wie diese Pflanze heißt. Denn wenn man so nicht botanisch bewandert ist wie ich, kennt man die nicht immer alle, die man dort hat. Da kann man im Prinzip schauen, ob das gefährlich wird fürs Kind. So, jetzt kommen wir vom Einnehmen von giftigen Sachen zum Einatmen von Dingen, die nicht in die Atemwege gehören. Das Wort nennt sich dann, oder das Fachwort dafür nennt sich Fremdkörperaspiration. Das beschreibt im Prinzip dieses unabsichtliche Einatmen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten. Ich habe jetzt hier mal ein Bild. Dieses Taschentuchbeckel und der Fineliner sind nur drauf, damit man sich Größen vorstellen kann, weil so dick wie der Fineliner, so sind ungefähr die Atemwege eines Kindes, sodass man sich vorstellen kann, wenn das Kind einen Tic-Tac oder ähnliches dort reinbekommt, dass das einfach schon zu groß ist, wenn das Kind kleiner ist und damit eben auch gefährlich wird. Kinder oder einatmen kann man prinzipiell auch alles, was einem eben vor die Finger kommt. Gefährlich sind oft wirklich Nahrungsbestandteile, Nüsse, Erbsen, Möhrenstücke, Apfelstücke, selbst Bananen, Kaugummis, Bonbons, alles, was einem da so in den Weg kommt. Kleine Lego-Teile, wenn das kleinere Kind schon ein größeres Geschwisterchen hat, ist auch das magisch anziehend und interessant. Gefährlich sind auch Luftballons, wenn die zerplatzen, diese Folien, die in die Atemwege gelangt, machen dort wirklich schnell einen Verschluss, sodass es eben gefährlich werden kann. So wie merke ich jetzt, dass das Kind was eingeatmet haben könnte. Es sind oft beobachtete Vorfälle, also man hat es gesehen, dass da was passiert ist. Und die meisten Kinder oder auch Erwachsene im Prinzip fangen aus dem Nichts an zu husten oder an zu brechen, weil sie dann so wirken müssen, dass es eben auch zu Erbrechen kommt. Das ist ein Symptom, was in mehr als 90% der Fälle bei Einatmung von Fremdkörpern vorkommt. Eben gesagt, ganz plötzlich, das ist auch das Typische, nicht so wie bei einer Erkältung, wo das so ein bisschen langsam anfängt, sondern von jetzt auf gleich massives Husten und eben im Zusammenhang mit dem Essen oder man hat gerade gespielt, da wird es dann gefährlich. Und die Kinder haben eben Luftnot. So, was mache ich jetzt, wenn das auftritt? Das sind jetzt diese Handlungsempfehlungen aus den Leitlinien. Nicht erschrecken, das sieht sehr wissenschaftlich aus, ist es gar nicht. Ich erkläre auch gleich noch was dazu. Wichtig ist, dass man erstmal versucht ein bisschen einzuschätzen, ist das jetzt schon ganz schlimm oder ist das nur so ein bisschen schlimm? Im Zweifelsfall, wenn man immer zu sehr schlimm tendiert, ist das richtig. Lieber überschätzen als unterschätzen die Gefahr. Man würde im Prinzip schauen, wie ist der Husten? Also wie zeigt sich das Symptom bei dem Kind? Wenn jemand einen effektiven Husten hat, dann hat der Husten noch einen Ton, der ist laut. Man kann den hören. Das Kind kann atmen zwischen den einzelnen Hustenstößen und ist auch noch wach und ansprechbar. Man würde dann im Prinzip das Kind weiter zum Husten ermutigen und einfach in der Hoffnung, dass das rauskommt, was da drin steckt. Schade trotzdem nie, wenn es gar nicht geht, ne? Vielleicht mal Richtung Rettungsdienst schon zu denken. Hat das Kind einen ineffektiven Hustenstoß, den erkennt man daran, dass der Husten sehr leise ist, still ist,
das Kind nicht mehr sprechen kann zwischen den einzelnen Hustenstößen. Es kann nicht mehr atmen, es wird blau und es wird eventuell auch schon etwas vom Bewusstsein her eingeschränkter. Dann ist es definitiv ein ineffektiver Hustenstoß. Da muss der Rettungsdienst her und man muss im Plan haben, was man dann tut. Wenn das Kind noch bei Bewusstsein ist, würde man dem Kind 5 Schläge auf den Rücken verabreichen oder eben 5-mal auf den Brustkorb drücken von vorne. Ich zeige es gleich an der Puppe, das geht ein bisschen einfacher zu zeigen. Oder man würde bei den größeren Kindern den sogenannten Heimlich-Handgriff anwenden. Zeige ich auch gleich noch dazu. Ist das Kind bewusstlos schon, dann ist leider schon der schlimmste aller Fälle eingetreten. Das heißt, man müsste dann im Prinzip das Kind schon wiederbeleben. Weil wenn die Atemwege verlegt sind, dort keine Luft reinkommt, wird es richtig gefährlich. Erkläre ich dann auch gleich. Meistens lässt sich glücklicherweise mit dem in der Mitte dann auch beheben, wenn man es ordentlich macht. Hier ist es in Bildern gezeigt. Ich würde mir jetzt mal schnell die Puppe holen. Wir haben im Prinzip nur eine kleine Babypuppe da, deswegen würde ich es jetzt mal exemplarisch zeigen an der Puppe. Wie man das dann macht, ist im Prinzip altersabhängig. Man sollte sich mit so einem Kind in der Größe am besten hinsetzen und das Kind auf die Beine legen. Wie schon gesagt, man gibt Schläge auf dem Rücken. Dazu hält man das Kind fest, legt es auf seine Beine. Man sollte den Kopf ein bisschen halten. Geht jetzt hier im Stehen ein bisschen schwierig, aber so ungefähr. Und dann schlägt man mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter, die sind hier hinten, kann man tasten bei den Kindern, und schlägt drauf. Wichtig ist, man will dort einen verklemmten Gegenstand herausbekommen. Das heißt, man muss auch mit entsprechender Kraft dort schlagen. Also nicht streicheln, sondern wirklich, wie wir in der Gegend sagen, immer mit ein bisschen Schmackes draufhauen. Nicht verletzend das Kind, aber trotzdem, ich sag, man will dort was rausbekommen, was eben feststeckt. Also wirklich 5-mal schlagen. Im Optimalfall, also das Kind sollte auch mit dem Kopf ein bisschen nach unten hängen, einfach um die Schwerkraft noch ein bisschen mit zur Hilfe zu nehmen, dass das wirklich, wenn es geht, den Gegenstand löst. Passiert hier nichts, kommt hier nichts raus, würde man das Kind umdrehen und würde im Prinzip Herzdruckmassage, in dem Fall Brustkorbmassage, durchführen. Man nimmt den Mittelpunkt von der Brust, hier so zwischen den Brustwarzen ungefähr, und drückt. Wichtig ist, dass die Druckrichtung ein bisschen nach oben geht, Richtung Gesicht, weil man ja den Fremdkörper rausbekommen will, und drückt dann hier 5-mal. Sollte das auch nicht funktionieren, immer hin und her. Immer wechseln in der Hoffnung und immer beobachten, bleibt das Kind bei Bewusstsein. Eine andere Chance hat man nicht. Wenn der Rettungsdienst kommt, übernehmen die das dann. Man muss da wirklich einfach hoffen, dass man das Glück hat, das dort rauszubekommen. Es ist leider was sehr Gefährliches und deswegen auch nicht sehr Schönes. Wenn die Kinder größer sind, man sieht es auch auf den Bildern, kann man die sich im Prinzip quer über die Beine legen, das Gleiche machen, so ein bisschen über das eigene Bein hängen lassen, nach vorne hängen. Sollte genauso gut gehen. Und die größeren Kinder, die schon richtig gut stehen, die ein bisschen handlich sind, da macht man den sogenannten Heimlich-Handgriff. Der war lange Zeit ein bisschen out wegen der Verletzungsgefahr, die dadurch entsteht. Aber letztendlich, wenn jemand zu ersticken droht, eigentlich das einzige oder eins der wenigen Mittel, die funktionieren. Dazu stellt man sich hinter das Kind oder auch hinter den Erwachsenen, geht da genauso, legt eine Hand in die Magengrube, die ist hier unter den Rippen im Prinzip, wo dann das Brustbein aufhört. Legt man die eine Hand hin, so als Faust, legt die andere Hand oben drüber und zieht ruckartig nach hinten oben. Dabei will man im Prinzip das Zwerchfell zu Kontraktionen anregen, dass im Prinzip mehr Druck im Brustraum entsteht und den Fremdkörper einfach, also dadurch ausgestoßen wird durch den Druck. Im Optimalfall funktioniert das. Wichtig ist, dass man nach oben zieht, wenn man das tut, und nicht hinten Richtung Wirbelsäule. Dahinter liegen ja auch die Bauchorgane, die man dadurch prinzipiell auch verletzen könnte. Aber wenn man erstickt, ist auch jede Hilfe zu spät. Das ist immer so ein bisschen ein relatives Verhältnis. Also wirklich so ein bisschen nach hinten oben und auch mit Kraft. Man will den Fremdkörper lösen. Und dann muss man wirklich einfach hoffen, dass das funktioniert. Ist was, was ich zum Glück nicht mit meinen Kindern erlebt habe. Ich möchte es auch nie erleben. Das wünscht man auch keinem, weil das wirklich nicht sehr schön ist. Jetzt gehe ich nochmal eine Folie zurück. Wenn das eben nicht funktioniert, das Kind schon bewusstlos ist oder auch währenddessen bewusstlos wird, müsste man zu Wiederbelebungsmaßnahmen übergehen, weil dann letztendlich der Sauerstoffmangel für das Kind droht. Und ohne Sauerstoff kann der Körper nicht leben, können viele Organe nicht überleben und im Gehirn schon nach 3 bis 5 Minuten ohne Sauerstoff die ersten Schäden einsetzen. Deswegen
müsste man das Kind dann wiederbeleben. Darüber würde ich jetzt gerne noch was erzählen. Es ist kein sehr schönes Thema, aber ein notwendiges Thema. Und ich kann zum Trost sagen, das ist was sehr, sehr, sehr Seltenes. Es gibt keine genauen Zahlen, wie häufig Kinderreanimationen sind. Ich persönlich habe es als klassische Kinderreanimation auch nur einmal erlebt. Das hat mir aber auch gereicht, brauche ich wirklich nicht nochmal. Und also eine Zahl habe ich gestern noch gefunden. Man geht davon aus, wenn man ein normal durchschnittlich tätiger Notarzt ist, mit einer bestimmten Einsatzanzahl, trifft man einmal in 9 Jahren auf eine Kinderreanimation. Ist schon so viel, finde ich, aber ist vielleicht so ein Ausdruck dafür, wie selten das glücklicherweise ist, denn Kinder sind sehr robust in ihrem Kreislaufsystem und es kommt relativ selten dadurch auch zu Störungen. So, wie mache ich das jetzt? Das, was selten ist und mich aus der Kalten trifft, wie gesagt, auch keine sehr schöne Situation ist. Wichtig ist, wenn man jetzt gar nicht weiß, wie man den Kind wiederbelebt und das einem eben auch durch die Aufregung absolut nicht einfällt. Vielleicht fällt einem aber ein, wie das bei Erwachsenen gewesen ist. Dort gilt 30 Mal Herzdruckmassage durchführen, 2 Mal beatmen. In dem Fall ist auch das Beatmen wichtig, erkläre ich gleich noch. Aber man sollte wenigstens Herzdruckmassage durchführen. Das ist nie verkehrt, auch wenn man nicht weiß, wie die Kinderempfehlungen sind. Das ist auf alle Fälle besser als gar nichts machen. Wichtigster Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist der Unterschied im Kreislaufstillstand. Die Erwachsenen haben meistens Herz-Kreislauf-Probleme, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte. Bei Kindern sind es eher Atemstörungen oder Sauerstoffmangel, eben durch zum Beispiel verschluckte Fremdkörper oder eingeatmete Fremdkörper, die das auslösen können. Deswegen sind bei Kindern im Gegensatz zu Erwachsenen die Beatmungen unbedingt Pflicht. Und ich denke, wenn es um Kinder geht, das sind wir uns hoffentlich alle einig, haben wir auch weniger Scheu, was eine Mund-zu-Mund-Beatmung angeht. So geht es mir zumindest. Ich glaube, bei einem Kind würde ich da gar nicht überlegen, ob ich das mache oder nicht mache. Da gibt es eine absolute Empfehlung für Mund-zu-Mund-Beatmung. Wichtig ist, wenn man weiß, wie Kinderleitlinien sind, gibt es da eigentlich 3, die man anwenden kann, wobei nur die mittlere jetzt heute wichtig ist. Für Neugeborene gilt nochmal was Extras, aber das ist absolut auf den Kreißsaal beschränkt. Das ist jetzt hier nicht zuständig oder ist heute nicht notwendig. Uns geht es um die mittlere Gruppe, um die Säuglinge nach der Entbindung und die Kinder bis zur Pubertät. Jetzt ist das immer ein bisschen schwierig. Hier ist kein genaues Jahr genannt oder kein genaues Lebensjahr. Wir sagen immer, wenn die Kinder, wenn man nicht mehr so richtig sagen kann, sind die jetzt 13, 15, 16, 18, wenn die so ein bisschen, gerade die Mädels, ein paar Formen entwickeln, die Jungs vielleicht mal das erste Haarsprießen haben, dann sind die in der Pubertät und damit gelten für die dann die Erwachsenenrichtlinien. Die kann man dann ganz normal mit dem 30:2 wiederbeleben. Die anderen, für die gelten diese Kinderleitlinien und die würde ich heute gerne vorstellen. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend, weil das jetzt doch schon etwas medizinisch ist. Deswegen, wenn Fragen sind, wirklich hinterher einfach losschießen. Normalerweise wird man jetzt ja im Hörsaal sitzen und könnten das wirklich in echt besprechen, aber das geht ja dieses Jahr leider nicht. Deswegen Fragen loswerden. Wichtig ist auch in dem Fall, ich habe ja vorhin schon gesagt, Kinder machen ja manchmal Blödsinn, man muss seine Eigensicherheit beachten. Strom, Feuer, auslaufendes Benzin, einfach ein bisschen mal nach links und rechts gucken, sonst ist es für einen selber auch schlecht. Und man würde das Kind, wenn man es findet, zuallererst einmal ansprechen. Alters ansprechen, das Kind von 1 Jahr wird keinen Monolog halten, aber wenn man zu dem Kind Hallo sagt, dann wird das vielleicht auch eine Reaktion darauf zeigen, einem die Augen aufmachen, einen anschauen. Wichtig ist, man sollte es auch ein bisschen durch Angreifen stimulieren. Gerade bei kleineren Kindern funktioniert das hervorragend an den Füßen. Wenn man die an den Füßen kitzelt, dann merkt man schon, ob das Kind noch da ist oder nicht. Wichtig ist, man darf die Kinder aufgrund der Verletzungsgefahr nicht schütteln, also nicht hin und her schütteln. Das ist eher schlecht für die, aber mal ein kleines bisschen bewegen ist okay. Wichtig ist, dass der Kopf nicht hin und her schlägt. Ja, wenn das Kind nicht reagiert, da nichts auf unsere Bemühungen unternimmt, dann sollte man um Hilfe rufen. Immer wenn es um Wiederbelebungssituationen geht, die sind sehr anstrengend, emotional und körperlich. Man braucht auch wirklich einfach mehr als 2 Hände, die man hat. Deswegen immer um Hilfe rufen. Gibt auch immer genügend Neugierige, die mit rumstehen, die herbeigerannt kommen. Die Eltern, die Großeltern, Freunde einfach mit einbeziehen, die herholen, dass die mit dabei sind. Und wichtig ist, man darf ein Kind nicht verlassen, immer bei dem Kind bleiben. Sollte das Kind noch nicht auf dem Rücken liegen, müsste man es jetzt mal auf den Rücken drehen, denn man muss als nächstes die Atemwege frei machen. Dabei ein bisschen langsam machen, wenn das Kind im Prinzip auf dem Rücken gestürzt ist, langsam drehen. Wir sagen dazu En-Bloc-Bewegungen, also das Kind im Ganzen drehen auf dem Rücken.
versuchen, dass der Rücken einfach gerade bleibt dazu und würde dann die Atemwege frei machen. Ich würde jetzt mal zur Puppe gehen und das zeigen, wie man das macht mit den Atemwegen. Da geht es am einfachsten, als wenn ich das immer nur erkläre. Das ist nämlich ein bisschen vom Alter abhängig, wie man das tut bei den kleinen Kindern. Wer vielleicht Kinder hat, der weiß das schon, dass das Verhältnis von Kopf zu Körper sich dann ändert. Bei den kleineren, bei den Säuglingen ist der Kopf noch viel größer im Vergleich. Das wird dann erst später, passt sich das dann zum Erwachsenenverhältnis an. Das heißt, ein kleines Kind würde man relativ gerade hinlegen. Wichtig ist bei Säuglingen, das ist glaube ich auch, nee, ist erst auf der nächsten Folie abgebildet, wenn man das so macht, kriegt man keine Luft rein und auch wenn man das überstreckt, kriegt man keine Luft rein. Das liegt an der, also an dem Aufbau der Atemwege in dem Alter noch. Das heißt, das Kind sollte relativ einfach gerade liegen. Je älter die werden, würde man den Kopf einfach ein bisschen weiter hinternehmen. Sind die in der Pubertät, richtig nach hinten überstrecken. Ja, man kann den Kieferwinkel noch ein bisschen anheben und man würde dann im Prinzip die Atmung überprüfen. Funktioniert genauso wie bei den Erwachsenen. Man legt eine Hand auf den Brustkorb, Kopf hält man gerade oder eben nach hinten überstreckt, hält ein Ohr davor, schaut Richtung Füße. So kann man im Prinzip, also man sieht es, ob der Brustkorb sich hebt, man kann es hören und fühlen und man kann es auch mit der Hand fühlen. Das gestern schon bei den Erwachsenen erklärt, das Fühlen mit der Hand ist eigentlich die wichtigste Maßnahme für meine Begriffe, weil man ist ja aufgeregt und die Hände schlackern vielleicht auch ein bisschen hin und her, was ja wirklich auch völlig normal ist. Damit merkt man es wirklich sicher, ob dort eine Bewegung im Brustkorb da ist. So, da können wir das gleich schon ein bisschen übergehen. Bei älteren Kindern im Prinzip wird man es dann weiter nach hinten überstrecken. Wichtig ist, dass man maximal 10 Sekunden die Atmung überprüft. Ich hatte eben schon mal kurz erwähnt, dass nach 3 bis 5 Minuten die ersten im Prinzip Ausfälle im Gehirn schon spürbar werden. Das heißt, je mehr Zeit man mit Überprüfen verbringt, umso schneller sind auch 3 Minuten mal vorbei. Deswegen wirklich nur kurz prüfen und nur von Atmung ausgehen, wenn man sich ganz sicher ist. Hat man dort Zweifel, lieber davon ausgehen, dass keine Atmung stattfindet. Sollte man jetzt merken, im Prinzip, das Kind holt Luft, dann legt man es in stabile Seitenlage, holt Hilfe und passt aber auf, dass das Kind auch weiter Luft holt. Wichtig ist, dass man bei dem Kind bleibt, denn es ist ja, man hat ja, bevor man die Atmung überprüft hat, festgestellt, dass das Kind nicht reagiert. Ja. Sollte es jetzt dummerweise wirklich nicht atmen, würde man 5 Beatmungen durchführen. Hatte eben auch schon gesagt, dass letztendlich die Ursache für die kindlichen Herz-Kreislauf-Stillstände im Prinzip meistens Atemstörungen sind. Deswegen fängt man hier bei Kindern mit 5 Beatmungen an. Man macht das als Mund-zu-Mund-Beatmungen. Und wenn man das macht, da 5-mal reinpustet in das Kind, muss man darauf achten, ob das Kind sich irgendwas macht. Also zeigt das darauf eine Reaktion. Hustet es. Und wenn man das gemacht hat, ich erkläre gleich noch, wie man das tut, dann muss man spätestens einen Notruf absetzen, wenn man alleine ist. Das heißt, dann dürfte man das Kind auch mal kurz alleine lassen. Aber wenn es geht, wirklich nur kurz. So, jetzt wird noch erklärt, wie die Mund-zu-Mund-Beatmung funktioniert. Das ist bei Kindern im Prinzip, bei Erwachsenen ist das relativ einfach. Da hält man Mund, also meistens die, oder hält man die Nase zu, tut den eigenen Mund auf den Mund des Erwachsenen und pustet dort rein. Bei Kindern ist das ein bisschen schwierig, weil unser Mund im Vergleich zu dem Kind ja relativ groß ist. Das heißt, bei kleineren Kindern nimmt man im Prinzip den Nase und Mund in seinen Mund. Das ist jetzt ein bisschen komisch erklärt vielleicht, aber man pustet im Prinzip in beides. Und erst wenn die größer sind, tut man die Nase zuhalten. Das macht man aber, denke ich, instinktiv richtig. Da braucht man jetzt nicht unbedingt groß drüber nachzudenken. Das merkt man ja, ob es passt oder nicht. Man würde wirklich ganz nur, also im Prinzip den Kopf wieder gerade oder leicht nach hinten, ganz normal Luft holen und Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen. Ich würde jetzt aus hygienischen Gründen mal nicht in die Puppe pusten. Ja, die kriegen wir sonst nicht mehr sauber. Ja, gut. Wie gesagt, man macht das 5-mal und ungefähr 1 Sekunde pustet man da rein. Ist ganz wichtig, das sind ja Kinder und keine Luftballons. Das heißt, man holt selber wirklich ganz normal Luft und pustet da auch nur einen ganz normalen Atemstoß rein. Ansonsten ist das viel zu viel. Also die holen ja noch nicht die Menge an Luft, wie wir sie holen. Im Optimalfall sieht man dann auch, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Wenn er das nicht tut, nicht davon beirren lassen, einfach im Prinzip weitermachen. So. Man würde dann, wenn man diese 5 Beatmungen gemacht hat, im Prinzip kurz überprüfen, ob das Kind Lebenszeichen hat unter dieser Beatmung. Das heißt, macht es den Mund auf, bewegt sich, hustet, zeigt es irgendeine Reaktion. Man darf auch, wenn man es sich zutraut,
den Puls tasten. Das ist anders als bei den Erwachsenen. Bei den Kindern darf man es. Aber ich sage maximal 10 Sekunden auf Lebenszeichen achten. Hier ist wirklich die Zeit wichtig. Man tastet den Puls. Ich würde immer das unten, das letzte nehmen, weil alles andere ist relativ schwierig. Den Leistenpuls, also die Arteria femoralis, wie wir da immer so schön medizinisch dazu sagen, die findet man in der Leiste. Also wir legen meistens mehr als einen Finger, drei Finger meistens in die Leiste. Ich denke, die findet jeder. Und dort fühlt man das. Diese Arterie in der Leiste ist ein sehr dickes Gefäß. Also wenn dort ein Puls ist, ist da einer. Und wenn da keiner ist, dann merkt man den auch nicht. Das heißt, nicht, also wirklich nur kurz schauen, ist da was oder ist da nicht. Und wenn man Zweifel hat, genau wie bei der Atmung, davon ausgehen, dass dort kein Leistenpuls mehr zu fühlen ist. Sollte man dort einen fühlen, was wirklich super wäre, dann macht man im Prinzip mit der Beatmung weiter, bis das Kind wieder selber Luft hat. Das wäre das Optimale. Wird leider nicht so oft passieren, aber ich sage einfach weiter mit der Beatmung fortsetzen. Wenn das Kind keine Lebenszeichen hat, man keinen Impuls findet oder der Puls eben so zweifelhaft oder sehr langsam ist, nur ab und zu mal ein Schlag kommt, dann würde man jetzt Herzdruckmassagen durchführen bei dem Kind. Thoraxkompression ist das Fremdwort dafür. Im Prinzip macht man dann im Wechsel immer 15 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen. Herzdruckmassage geht eigentlich genauso wie bei den Erwachsenen, außer dass es ein bisschen kleiner ist, die Puppe. In dem Alter, also man macht einfach das Größen angepasst. Bei kleinen Kindern, so wie unsere Puppe hier, würde man die Hände um den Brustkorb legen, die Mitte des Brustkorbs aufsuchen, die ist zwischen den Brustwarzen, die Finger entweder übereinander oder nebeneinander legen und im Prinzip drücken. Von der Geschwindigkeit her 100 bis 120 Mal pro Minute und 4 bis 5 Zentimeter tief. Also man muss schon ordentlich drücken. Ja, und dann muss man noch mitzählen. Es ist nicht schlimm, wenn man das jetzt sich verzählt, also nicht ablenken lassen und dann, oh je, jetzt war ich vielleicht schon bei 20. Das ist nicht dramatisch. Einfach dann zu den Beatmungen übergehen und beim nächsten Mal wieder neu anfangen zu zählen. Auch wir verzählen uns dabei, auch wenn das nicht so hübsch ist, aber das passiert einem in der Hektik durchaus mal. Also wirklich 15 Mal drücken. Und dann eben zweimal beatmen. Wenn man zu zweit ist, würde einer drücken und einer die Beatmung übernehmen. Bei den größeren Kindern, wir sagen immer, je mehr auf den Brustkorb des Kindes passt, umso mehr nimmt man auch. Man geht dann irgendwann von den 2 Fingern zum Handballen über, nimmt dann im Prinzip eine Hand und dann irgendwann 2 Hände, wenn die drauf passen. Das ist jetzt, wie man sieht, bei der Puppe hier sehr viel zu viel, meine 2 Hände. So. Gut, und das macht man dann wirklich immer so weiter, das habe ich jetzt alles schon erklärt, bis die Rettungskräfte eintreffen. Und im Optimalfall das übernehmen und auch dem Kind helfen können. Das wäre immer das Schönste. So, jetzt bin ich am Ende mit meinem Vortrag. Leider mit dem schlimmsten Thema am Ende auch. Sollten noch Fragen sein, gerne stellen. Und ansonsten vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, liebe Judith, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und uns ja alle wichtigen Dinge, die bei einem Kind jederzeit passieren können. Auch ich hab 3 Kinder, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Habe zum Glück noch keinen Fieberkrampf erlebt, aber Pseudogrupp haben sie alle gehabt und beim ersten Mal bin ich da tatsächlich extrem erschrocken. Fragen gab es tatsächlich keine. Okay. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum. Nee, auch Markus schüttelt den Kopf. Es gab keine Fragen. Das zeigt eigentlich nur, weil Zuhörer hatten wir wirklich oder Zuschauer hatten wir sehr, sehr viele. Das zeigt, dass du es einfach sehr umfassend erklärt hast. So würde ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Genau, man kann sich Würde das die Video ja auch noch mal anschauen und auch. Genau, auch hier gilt wieder, wer im Nachgang noch Fragen hat, jetzt ist doch eine gekommen. Und auch wer im Nachgang noch Fragen hat, trotzdem an dieser Stelle noch schnell. Einfach stellen und wir werden sie im Nachgang einfach noch schriftlich beantworten. Das ist überhaupt kein Problem.
im Zweifelsfalle gar nicht. Die Fremdkörper hängen so tief, dass man da auch nicht rankommt, wenn die im Prinzip im Rachen sind. Also das, und man darf auch nicht drin rumpulen, weil das eine große Verletzungsgefahr und auch eine Krampfgefahr im Rachen auslöst, die das Ganze dann noch schlimmer macht. Das ist wirklich eine schlimme Situation. Man kann da nur hoffen, dass das Kind noch in die Klinik kommt, dass der Notarzt das Kind beatmet bekommt, das mitnimmt und dass dann unsere Endoskopiker das, oder auch die HNO-Ärzte die Fremdkörper bergen. Vor allen Dingen bei der Lunge, es ist zum Glück wirklich was Seltenes. Sollten die Kinder so Sachen verschlucken, dann landet es ja im Magen, im Darm. Oft sind die gar nicht gefährlich und wenn die dort sind, dann, also wenn man sie rausholen muss, wenn es zum Beispiel Batterien sind oder irgendwelche scharfen Gegenstände, dann sind unsere Endoskopiker da sehr kreativ und holen das schon wieder raus. Also wir haben schon die verschiedensten Sachen, Gebeugen, ja, also Magnete mit scharfen Kanten und ähnliche Dinge, das geht dann meistens. Wie gesagt, in Atemwegen, das ist eine schlimme Situation, wo man wirklich hoffen kann, man erreicht das Krankenhaus und die Kollegen hier können das bergen. Jetzt wohne ich 8 Minuten weg circa von der Klinik, Kind lieber ins eigene Auto stecken und schnell in die Klinik fahren oder Notruf rufen. Das ist so was, was ich mich öfters mal frage. Ich glaube, da gibt es keine falsche oder richtige Entscheidung. Also mit einem schwerkranken, zu ersticken drohenden Kind selber Auto fahren, wenn man nicht zu zweit ist, birgt auch immer die Gefahr, dass man im Prinzip selber verunfallt oder irgendwas passiert. Das weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, wie gesagt, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort darauf. Der Rettungsdienst bei uns hier in der Region, gerade Aue, Schlemer, Schneeberger, Lautrauer Bereich, ist relativ zügig vor Ort. Und gerade wenn man, also wenn ich als Notarzt auf meinem Piepser lese, ist ein Kind, da wird automatisch noch viel schneller gefahren, weil da, also da treten wir wirklich aufs Gas, um dorthin zu kommen. Es kommt ja auch immer ein Notarzt und ein RTW bei Kindern, egal was ist, fahren immer beide raus, wo man einfach hoffen kann, dass einer vielleicht in der Nähe war und extrem schnell da ist. Wenn man wirklich daneben wohnt, okay, losrennen, aber im Zweifelsfalle vielleicht doch eher den Rettungsdienst rufen, weil die auch eine gewisse Ausrüstung ja mitbringen und auch Erfahrungen mitbringen. Okay, Markus zeigt an, es gibt noch eine Frage. Sind Kinder für Fieberkrämpfe anfälliger, wenn die Eltern Epileptiker sind? Jein. Das ist, glaube ich, einfach nicht so richtig bekannt. Das ist bei uns in der Familie zum Beispiel auch so eine Frage. Ich habe eine Schwester mit einer Epilepsie und wir haben zusammen 4 Kinder, davon haben 3 Fieberkrämpfe. Es ist, glaube ich, unklar. Es ist aber statistisch so, dass wirklich nur 1-2% der Kinder, die Fieberkrämpfe hatten, eine Epilepsie entwickeln. Deswegen wahrscheinlich gar nicht so wahrscheinlich, dass das eine zusammenhängend ist. Weil die Ursachen ja auch, also die Ursachen für eine angeborene Epilepsie sind nicht die Ursachen eines Fieberkrampfes. Ich denke nicht, dass das so hochwahrscheinlich dann ist. Man ist aber vielleicht, wenn man selber eine Epilepsie hat, ein bisschen sensibilisierter für das Thema. Man würde es vielleicht auch eher merken, wenn da was ist. Jetzt kommt noch die Frage, ob wir die Präsentation im Nachgang zur Verfügung stellen können. Ich glaube, Könnte man eigentlich das machen. Das bekommen wir hin. Ich würde mich einfach bei der Betreffenden melden, beziehungsweise ich werde im Nachgang noch was auf die Homepage stellen unter die News und dann kann der Vortrag dort heruntergeladen werden. Genau. Da bastel ich morgen was. Aber erst morgen. Eine Frage haben wir noch. Der Heimlichhandgriff erst ab 4 Jahren. Ja, also der wird ab 4 Jahren empfohlen. Das hat was damit zu tun, dass die Kinder sicher stehen können müssen. Das ist und auch einfach die Größenverhältnisse von Erwachsenen zum Kind. Ja, das muss ich beantworten. Ja, habe ich vergessen zu sagen. Ja. Hier scheinen Profis mit aufzupassen. Ja. Okay. Die wollen mich testen. Nein. Dann würde ich sagen, beschließen wir das an dieser Stelle. Wenn noch Fragen kommen, ich werde das kontrollieren und wir werden diese Fragen auf jeden Fall im Nachgang beantworten. Und vielen Dank fürs Zuhören und mal sehen, wann wir uns wieder in dieser Form hier wieder treffen. Sagen kann ich schon, der nächste Kreißsaal-Live-Chat, der findet statt am 1. Oktober, falls jemand dabei ist, den das interessiert.